Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Daily Extreme Challenge bei Rayman Legends. Und wir müssen 900 irgendwas Meter erreichen. Okay, das können wir auf jeden Fall tun. Allerdings kann ich gleich sagen, also diese Goldgrenze, die wir heute haben, die hat es wirklich in sich. Weil, also da sterben eigentlich alle wie die Fliegen, weil sie doch sehr, sehr schwierig ist. Am Anfang hier haben wir eigentlich alles noch recht leicht. Das heißt, es geht eigentlich größtenteils nur um Looms einsammeln, die Bumper treffen. Und ja, nichtsdestotrotz sollten wir natürlich hier beim Fall ohne Ende oder endloser Abgrund, so heißt es ja richtig, niemals vergessen, Looms einsammeln ist wirklich nur zweite Priorität. Weil meistens verführen sie einen da dazu, halt eben Risiken einzugehen oder führen einen sogar zum Teil ganz leicht sogar in die Irre. Aber ja, meistens halt eben rasen sie irgendwie an einem vorbei. Und ja, wie hier denkt man sich dann, oh, vielleicht sollte ich mich beeilen, dass ich möglichst noch viele einsammle. Das ist natürlich hier immer schlecht. Das zweite, was man heute zur Daily Extreme Challenge sagen kann, ist, also diese, das was wir gerade eben hatten, dieses Stampfen von oben, haben sie es wirklich ein bisschen übertrieben. Weil wir haben nachher zweimal welche hintereinander. Ich glaube, bis zur Goldgrenze sind es insgesamt 4 Stück. Und da wird es ja dann doch ein bisschen lästig. Gut. Hier haben wir eins und jetzt kommt so die erste Grenze, wo man sagen kann, so hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Was man hier besonders beachten muss, große Sprünge und mit dem Propeller aushelfen und beim letzten halt eben dann noch entsprechend ein möglichst fast sogar übers Ende warten. Ja, schaut euch das Ganze hier einfach hier unten nochmal in der Slow Motion an. So, jetzt kommen wir zum Zwischenteil und bekommen das gleiche nochmal andersrum. Also hier großer Sprung, bisschen Propeller. Hier bis zum Ende warten und dann direkt oben den Propeller einsetzen. Gut, hier kommen wir jetzt zum Dickdarm. Hier einfach ganz gemütlich Zeit lassen, schön in der Mitte durch, da alles gar kein Problem. Ja, auch wieder durchspringen, wenn es passt. Und das hier ist genau diese schlimme Stelle, das heißt... wir müssen sofort den Propeller wieder einsetzen, nachdem wir den Bumper berührt haben. Sonst haben wir hier keine Überlebenschance. Und wenn wir das geschafft haben, wird es eigentlich wieder komplett casual. Das heißt, wer diese Stelle geschafft hat, müsste eigentlich auch jetzt schaffen. Hier nochmal der Dickdarm. Einmal durch. Ganz vorsichtig, ganz langsam. Hier achten wir jetzt ausnahmsweise mal auf die Looms. Denn die sagen uns hier genau den Weg durch, den wir eigentlich beachten sollten. Gut, sehen wir hier wieder die Feuerteile dann möglichst schnell durch, dann haben wir damit auch kein Problem. Hier eine ganz enge Kurve nehmen, hier wieder auf die Looms achten, wo gehen sie durch und dann überleben wir das Ganze auch gegen die Spitzen hier. Gut, hier einfach nur den richtigen Zeitpunkt abwarten und durchrutschen. Ja, auch nochmal ganz vorsichtig. Und jetzt bekommen wir nochmal diesen Schwinger, also groß. Groß. Und da habe ich es genau falsch gemacht. Aber 1230 Meter reichen trotzdem. Ihr seht, es war nochmal eine Goldverbesserung. Ich hatte vorher schon genau diese Grenze. Aber jetzt mit 1230 Meter bin ich eigentlich auf der sicheren Seite. Ihr seht auch, dazwischen passiert eigentlich recht wenig. So an Verlusten und so weiter. Aber ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Und wir sehen uns morgen zu einer neuen Daily Extreme Challenge. Bis dann.